So, willkommen zum neuen Part der Last of Us Part 2. Nachdem wir im letzten Part einen sehr überraschenden Bossfight hatten, hat Joel gerade nicht warten können, bis ich den nächsten Part starte. Krasser Kampf, sondern gleich oder? Irgendetwas geöffnet. Ja, geöffnet. Wir müssen mal schauen, wo jetzt. Holy shit. Das war zu knapp im letzten Part. Wirklich viel zu knapp. Ich wollte mich erstmal ein bisschen richten, was ich so habe. Da habe ich schon extra Molotov-Cocktails und dann bin ich nicht dazu gekommen, die zu werfen. Einfach weil dann noch... Ja, ihr habt es gesehen. Und weil ihr den letzten Part verpasst habt, Schande. Ihr habt wirklich etwas verpasst. Uff. Ich muss jetzt ganz schnell ganz weit los. Get Joel? Du hast bestimmt auch keine Lust mehr. Ja, hier liegt sogar genug Snacks rum. Aber wenn der einen einmal erwischt hatte, dann ist es halt Ende. Der reißt sich in Stücke. Zum Glück war Joel da. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Wir sind zusammen, oder? Mal so, wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ich habe aber ein gutes Auge für dich. In diesem Fall nicht. Werden wir nicht. Ja, Joel deutet da schon ein bisschen was an. Wenn er wüsste. Naja. Oh, da war Munition. Gleich mehrere. Mehrfach. Ah, meine Apple Watch ist gerade der Meinung, und hat mir eine Benachrichtigung geschickt, ich sollte mal eine Minute aufstehen. Und atmen. Ist gerade etwas schlecht. Ich muss mal schauen, ob ich die Benachrichtigung ein bisschen ausstellen kann. Auch mit diesem Fitnessring. Vielleicht kennt das jemand und hat auch eine Apple Watch. Ich habe diese Fitnessziele so hochgestellt, dass ich sie gar nicht erreichen kann an einem Tag. Sodass sie mich nicht 10.000 Mal nerven, du hast das doppelt und dreifach erreicht. Kannst du dich da durchzwingen? Bestimmt. Ich bin ja klein und schmächtig, wie du meintest. Siehst du, was da ist? Ja. Sieht aus wie ein Coffeeshop. Na, wir sind bei Starbucks. Ich verstehe. Oh. Herrlich! Ja. Wow! Danke. Ja. Jay. Hey, Joel. Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Haben es ja nicht weit geschafft. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich habe sie erschossen. Tja. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären Sie doch immun, oder? Ja, also. Tja. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich.
Das haben wir gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Ja, Joel hat Ellie nie die ganze Wahrheit gesagt, dass er sie retten musste, weil für die Chance auf ein Heilmittel, man hätte Ellie töten müssen. Fast so traurig wie das Schicksal dieser beiden Liebenden. Allerdings zeigt das auch wieder, dass man halt in der Gruppe stärker ist. Autsch. Und mir ist aufgefallen, in der Rückblende gerade, war Ellies Tattoo noch in der Mache. Hey, lass mich noch nicht fertig. Er ist ein guter Kerl. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jessie sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie. Wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Yep. Ja, eine Person vermissen wir immer noch. Okay. Auch auf, wenn ich der 5 folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Ja, dann wollen wir mal. Wir sind wieder ganz alleine. Okay, ich verstehe. 3 folgen. Nora finden. Und sie rausquetschen, wo Abby ist. Leicht. Ja, wenn sonst nichts ist. Auf dem Weg nach Möglichkeit bitte ein bisschen Ressourcen wiederfinden. Wir haben sehr viele verbraten im Kampf gegen die WLS.
die keine Kosten, Mühen und vor allem Männer und Hunde gespart haben und uns zu erledigen. Ich könnte wirklich ein bisschen was gebrauchen. Ob du funktionierst? Vielleicht mit ein bisschen Gewalt? Hat sich ein bisschen festgerostet. Ja, in dieser Welt kann es sehr schnell vorbei sein. Jeder Schein trügt. Ich muss da durch. Und vertrauen kann man auch niemandem. Vielleicht ein Generator? Da oben ist Munition und schreit nach mir. Ah. Hier könnte ich aufs Dach gelangen. Genau so. Okay. Ah, genau, hier komme ich auch hier hoch. So. Alles kann ich sehr gut gebrauchen. Was auch immer das jetzt für eine Munition war. Gemerkt habe ich davon nichts. Ja, mit der Lernwaffe bei Ellie brauchen wir wirklich nicht rumlaufen. Einmal drüber springen bitte. Danke. So, ein bisschen auf der anderen Seite. Upsala. Ein Supermarkt. Oder vielmehr, was davon noch übrig ist. Wirklich ein Angebot haben sie nichts mehr. Nicht mehr. Es ist alles leer. Bis auf eine Rolle Clipboard. Und die klaue ich mir jetzt noch. Flasche haben wir, da Dosen, ein bisschen was. Nee. Zu nichts mehr zu gebrauchen, nichts mehr da. Alles schon gelootet. Tja, naja, fast. Hier haben wir eine Sammelkarte. Genau, die schauen wir uns jetzt eben an. Okay. Genau, hier kann ich mir die alle anschauen. Was haben wir noch? Rockefeller haben wir gefunden. Und verzeiht Eddie ihre Handführung, die durch das Regal gerade geht. Das kann sie, weil sie ein Geist ist. Ich erkenne da bisher keine Secrets. Vielleicht im Klappentext. Aber naja. Können wir vielleicht am Ende nochmal so einen Bonuspart machen, wo wir uns die alle durchlesen oder anschauen nochmal. Ich will jetzt so zwischen dem Spielfluss die nicht dauernd reinbringen. Hierbei noch eine Tür. Wenn die aufgeht, tut sie. Hier haben wir so ein bisschen Personalbereich. Eine kleine Teeküche. Ah, mit Munition, das gefällt mir. So, ein bisschen Alkoholklebeband, vor allem Schrauben. Nur wer weiß, wann die nächste Werkbank kommt. So, was können wir herstellen? Wir haben wieder genug für ein Medikit. Da wir wissen, was so abgehen kann, sollten wir uns das gleich mal gönnen. Den Schuss, den einen, es war nur einer, aber den haben wir nach. Der kann uns das Leben retten. So, hier können wir durch. Okay, ein Fortschritt. Genau. Vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe, um die Schönheit der Natur Seattles zu genießen. Immerhin noch ganz interessant anzuschauen.
der 5 Folgen, wie? Na dann. Wollen wir doch mal. Wow, das sieht echt sehr eindrucksvoll alles aus. Was haben wir hier? Ein Toter mitten auf der Straße. Ich dachte erst, der hätte einen Zettel, aber nein, es war nur ein stinknormaler Lappen. Was haben wir hier? Feel her love. Ah. Das geht wieder weiter mit der nächsten, mit dieser anderen, ja, ich sag mal Sekte dazu, weil das doch eher ein Sektenverhalten ist für mich von denen. Sektenartiges Verhalten. Gerade mit dem, ja, spür ihre Liebe und vertrau ihr voll. Und sie hat so eine Vision von dem Ganzen und deswegen habt ihr überlebt. Ja. Ist klar, ne? Spür ihre Liebe. Was zur Hölle? Ja. Aber ein neuer Tagebucheintrag. Da könnten wir immer wieder nachschauen, was sich da so getan hat. Ich glaube, das haben wir gelesen, sogar mit den WLS, oder? Naja, konzentrieren wir uns auf die letzte Seite. Die dürfte auf jeden Fall jetzt neu sein. Jess ist hier. Das ist gut. Er kann mir helfen, Diana zu beschützen. Es hat sich gut angefühlt, dass er da war und sich um die WLFs gekümmert hat. Vielleicht finden wir diese Leute mit seiner Hilfe schneller. Ich will nichts davon hören, dass wir umkehren sollten. Und spür ihre Liebe. Wer zur Hölle sind diese Leute? Warum haben sie das gemacht? Ja, Fragen über Fragen. Hoffen wir, dass wir auch Antworten irgendwann bekommen. Puh, was haben wir hier denn? Das sieht alles ein bisschen... okay. Das ist der Aufzugsschacht oder so ähnlich. Da sieht das nur so aus. Vielleicht ein bisschen Jump'n'Run-Action. Ja, das ist der Aufzug. Nur wo jetzt lang? Das wird nichts. Nein. Ach, ist das hier schon der zweite Stock? Scheinbar. Ja, okay, dann war das doch einfacher als gedacht. Tragen? Ein Seil? Ich weiß noch gar nicht für was oder für wo. Oder ist das einfach nur eine Abkürzung? Ich glaub's nämlich schon. Einfach um hier hochzukommen, eine Abkürzung. Aber wir sollten das mal im Auge behalten und uns merken. Kommen wir hier durch? Verdammt. Da drin gibt's was zu holen. Natürlich nicht. Okay, also geht's darum, wie wir hier reinkommen. Da drin gibt's was zu holen. Dieser Raum scheint sonst irgendwie keine Öffnung zu haben. Und das kann ich auch nicht daran festmachen irgendwie, ne? Nö. Aber auch gleich gar nicht. Und die Physik vom Seil gefällt mir. Das hat sich noch so ein bisschen nachgezogen, also sehr realistisch. Ha. Beziehungsweise, ja, ich habe da so eine Vermutung. Wofür das Seil da ist. Und wie ich auf die andere Seite komme. Vielleicht so. Wahrscheinlich nicht ganz. Kann ich es darüber werfen oder muss ich doch irgendwie rüber schwingen? Ja, das ist jetzt schwierig. Ja, so bringt mir das leider nichts. Ich könnte mich natürlich von hier unten daran hängen. Genau so. In der Hoffnung, dass dieses improvisierte Ding mich hält. Ja.
Wobei. Naja. Nein, so bringt mir das leider wirklich nichts. Runterziehen kann ich das auch nicht, ne? Ich dachte, ich könnte mich jetzt so ein bisschen nach rechts nach links schwingen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich will diesen Raum haben zum Looten. Wie kommen wir da hin? Vielleicht ist die Lösung auch ganz banal und ihr greift euch schon dreimal in den Kopf, aber ich verstehe es gerade nicht. Kann ja auch sein. Hier ist auf jeden Fall blockiert. Ja, und so funktioniert das auch nicht. Ja, ich kann mich auch so nicht dranhängen. Tja, was kann ich damit tun? Okay, wie gesagt, ich kann es hier runterhängen lassen. Das bringt mir aber eigentlich gar nichts. Ich könnte hier irgendwie rüber. Im Prinzip könnte ich mich sogar festhalten, umgreifen und einfach rübergehen, aber das funktioniert natürlich in der Spielphysik nicht. Klar, bringt nichts, ist viel zu lang, kurz. Aber da ist eine Schlaufe an der anderen Seite. Also quasi, ja, hat sich jemand einen Strick gebastelt. Jetzt wäre nur die Frage, wo sollte man das festmachen? Naja, so auf jeden Fall nicht. Huch. Autsch. Jetzt verknoten wir uns auch noch. Ja, eine sehr gute Frage. Das wird auch nicht gehen. Nö. Ich will jetzt aber auch den Part eigentlich nicht beenden, ohne dass ich das heraus habe. Das Seil muss doch für irgendetwas gut sein. Hier ist kein Loch in der Decke. So, ich kann das Seil hier runterhängen lassen. Bringt mir nur leider gar nichts. Das lässt mir jetzt aber auch keine Ruhe, ne? Ja, da draufstellen magst du sich sowieso schon mal gar nicht. Höchstens drüber klettern. Oder doch? Naja, aber das ist auch viel zu hoch. Das bringt mir ja leider auch nicht allzu viel. Nö, das glitscht da gerade so durch. Na gut, ich könnte natürlich. Ups. Genau. Ich könnte so mich rüberschwingen. Den Gedanken hatte ich jetzt auch schon, wenn das gehen sollte. Wie ging das nochmal? Moment. Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Das ist nicht. Das Seil zählt nicht als so, als solches. Hä, aber was soll mir das dann sonst hier bringen? Nein, du sollst nicht hoch. Nicht runter. Sollst. Na, okay, es funktioniert nicht.
Okay. Schwingen ist nicht machbar. Tut mir leid, wenn der Part jetzt Überlänge bekommt etwas, aber ich will das jetzt hinbekommen. Oder herausfinden. Gut, ich kann hier auch aufschlagen, dann kann ich hier drauf. So. Das ist ja schon mal etwas, aber das bringt mir leider nichts. Ich muss das doch irgendwo drum werfen können, wenn ich das hier nicht bloße machen kann oder sonst was. Okay, was bringt mir es, wenn ich das Seil so nehmen würde? Ich könnte es allerhöchstens... Moment, ich hab's, glaube ich. Aber dafür bräuchte ich mindestens zwei Wurfsachen, genau. Und zwar einmal im Prinzip... So. Und einmal so. Moment, jetzt nehme ich noch mal eine Flasche, dass ich wieder eine ab. So, und jetzt müsste ich nur noch richtig werfen können. Sag mal. Ja, okay, dann halt nicht von da, sondern von hier. Wenn das genehm ist. Scheint ungefähr so zu funktionieren. Das liegt zwar nicht so richtig, so wie ich es gerne hätte, aber... Gott, was soll's? Mal schauen, ob wir uns so dranhängen können. Nö. Aber wir sind jetzt freischwebend. Also so, wie wir es eigentlich haben wollten. R1. Achso. Okay, das, ich dachte, es wäre links, aber es hat vorher trotzdem nicht funktioniert. Ich hatte alles probiert. Okay, so kommen wir doch der Sache näher. Höher kommen wir scheinbar nicht. Das gibt's doch nicht. Das muss sich ja richtig lohnen, sonst werde ich sauer. Also für den Aufwand, den wir betreiben, muss das lohnen. Wenn Ellie springt, nimmt sie aber auch absolut so 0, gar keinen Schwung mit. Wir sind vielleicht einfach noch zu weit unten. Ja, geh hoch, Ellie. Hilft ja alles nichts. Ein bisschen Schwung. Ich krieg's kotzen. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Okay, hier backt es sofort, wenn ich
springen will. Nein, okay. Das Problem wird sein, dass es einfach immer noch nicht richtig ist, wie ich es geworfen habe. Ich muss es wahrscheinlich einfach hier drüber werfen. Ei. Er zieht die Parts künstlich in die Länge, ne? Ich kann es verstehen, wenn da jetzt jemand bis zum Ende zuschaut, nur um zu schauen, was für ein Loot in diesem Raum ist. Aber da hat mich jetzt doch der Ehrgeiz gepackt und ich will mir das ansehen. Das taugt jetzt aber auch nichts. Was zum... Sie ist durchs Seil einziehen gefallen? Ist das, was du mir sagen willst? Ja, so schon mal nicht. Ei. Ich kann das ja schon fast nicht mehr zeigen. Ja, das ist ja zum Heulen. Ich mache ja bestimmt seit gefühlt 10 Minuten an dieser Einstellung. Aber sowas muss es auch manchmal geben. Gut, das ist ein gutes Rätsel. Im Endeffekt ist es jetzt ein bisschen schwierig, tatsächlich umzufüllen. Umzufüllen. Deutsch hat für diesen Part auch ausgedient. Aber das ist doch so in Ordnung. Viel anders, da kriege ich das ja auch gar nicht. Nee, das ist zu hoch. Das ist für da. Wie soll ich das denn werfen? Der Winkel ist ja absurd scheiße. Dauernd dieses Hochgekletterer nervt. Was ist, wenn ich es genau hier unten drunter durchwerfe und so? Ja, dann macht das Seil nicht mit. Okay. Wir sind ja nicht so, wir wollen es ja noch ein zweites Mal probieren. Das sieht doch besser aus, oder? Oh, jetzt sollten wir aber da hinkommen. Aber wehe, es lohnt sich nicht. Und hopp. Okay, was haben wir hier? Mach mal die Tür von der anderen Seite auf. Aber es scheint sich zu lohnen. Munition, ein bisschen Ausrüstung, ja, vor allem Munition. Die Entwickler haben wohl gewusst, dass das Rätsel etwas krasser ist. Oh, sogar eine Karte gibt es hier. Ich bin voll, ich kann was erstellen. Ich habe jetzt eigentlich nicht gewollt. Was bin ich denn voll? Achso, Flüssigkeit. Ja gut, dann kann ich einmal eine herstellen von. Dann... Nein, die lassen wir aber nicht ausgerüstet. So, dich laden wir nach. So, was haben wir hier noch für einen Zettel? Irgendjemand hat hier seine Basis gehabt. Simon, ich hoffe, dass du diese Nachricht niemals liest. Ich hoffe, ich kann sie zu zerknüllen und verbrennen. Wenn du wieder hier bist, hier bei uns bist. Du bist jetzt, ich weiß nicht mal, wie viele Stunden vergangen sind, seit du aufgebrochen bist. Ich bin rausgegangen, um nach dir zu suchen, und diese Kapuzenleute haben mich entdeckt.
Sie haben mich angebrüllt und mich eine Sünderin genannt. Dann haben sie auf mich geschossen. Ich bin wieder reingelaufen und habe die Türen verbarrikadiert. Ich höre nur den Regen von draußen, aber ich habe Angst, dass sie noch da sind. Soll ich weglaufen? Soll ich hier bleiben? Ich bin wie gelähmt. Es tut mir leid, dass ich so krank geworden bin. Es tut mir leid, dass ich dich alleine zum Krankenhaus gehen ließ. Es tut mir leid, dass ich mich nicht versteckt gehalten habe, wie du es gesagt hast. Wenn mir irgendwas passiert, solltest du wissen, wie sehr ich dich liebe. Bitte komm zurück. Ich habe solche Angst. Paige. Ja. Das hat wohl auch kein so gutes Ende genommen. Aber was ein gutes Ende genommen hat, ist unser Part. Ja, wir haben es auch hier hoch geschafft. So, wir alle, die bis dahin durchgehalten haben, ein fettes Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Last of Us Part 2.